Ja, Freunde, wir haben Samstag Morgen. Ich bin wieder unterwegs. Ich bin nicht weit von der Himmel weg. Ich bin Teil Eichweiler Fröschen, mache die Steinenschlusstour, eine kurze Tour von ca. 6,5 Kilometer. Ich habe halt 2-3 Stündchen Zeit und angedenkt, bei dem Wetter wie heute Morgen müssen wir das nutzen. Weil nächste Woche haben sie schon wieder schlechter Wetter vorher gesagt. Und wie gesagt, das muss man halt ausnutzen. Wenn ihr wollt, kommen einfach mit. Da sind schon die Überreste des Steinenschlusses. Viel ist jetzt nicht mehr zu sehen. Aufgebaut ist da nicht mehr allzu viel. Es ist auch sehr nah an der Straße, wie man hört. Das ein oder andere Feuer hat ja auch schon gebrannt. Das letzte Grillfest, die Überreste. Gut, gehen wir uns das Ganze mal angucken. Tja, hier ist kein Aufgang. Probieren wir es mal andersrum. Vielleicht können wir doch da irgendwie hoch. Ich befürchte, die wollen nicht, dass wir da hochgehen. Da gibt's auch nichts. Schade. Wenn das so ist, gehen wir halt einfach weiter. Ah, da gibt es auch einen ganz eleganten Weg runter. Ja, der Strom kommt ja bekanntlich aus der Steckdose. Aber bis er dort rauskommt, hat er doch einen langen Weg hinter sich. Hier ein Blick auf das Umspannwerk Biebermühle. Unser Weg führt uns hier unter dieser Brücke durch. Was von weitem ganz filigran aussieht, ist in Wirklichkeit doch schon ganz schön massiv. Da wirkt man auch mit 1,85 Meter als reiner Winzling. Thank you.
hier sieht man den Brunnen Saufels. Der wurde vor Jahren niedergebracht, zwecks Trinkwassergewinnung. Wurde aber letztlich nie genutzt, weil die Schüttung, die der Brunnen bringt, ganz einfach zu gering ist. So ist er jetzt ganz einfach als rostendes Denkmal hier mit dem Wald. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, wir sind jetzt das erste Mal auf dem Weg am Stück angelangt, wo man lediglich das Rauschen vom Wasser und die Fischel hört und die Geräusche vom Wald und kein Verkehr mehr. So sollte es normal der ganze Weg sein. Aber das funktioniert halt nicht immer. Hier hat offensichtlich der Osterhase wieder was vergessen. Ja, nächstes Wochenende ist Ostern. So, jetzt mal sehr nah an Tal Eichweiler. Man sieht Industriegelände. Man hört die Autos fahren. Ja, der Weg, wie gesagt, ist halt recht nah am Ort und dementsprechend ist es halt laut. Unser Weg geht jetzt hier noch ein Stück ganz parallel zu der Landstraße, bevor es wieder weiter in den Wald geht. Von hier hat man einen Blick auf die Brücke, an der wir vorher durchgelaufen sind. Wie gesagt, auf Distanz wirkt das Ganze schon recht filigran. Nur wenn man daneben steht, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Hier geht es wieder Richtung Wald. Und dann wird es dann hoffentlich wieder ein bisschen ruhiger. Hier teilt sich der Weg wieder. Der Weg, den wir vorher gelaufen sind. Neben dem Bächlein da ist wohl schöner. Aber unser Weg,
Der Rückweg führt hier wieder den Berg hoch. Also nehmen wir es in Angriff. So, wir sind wieder am Steinenschloss angelangt. Jetzt gehen wir mal erst mal gemütlich eine Tasse Kaffee machen und dann werden wir so langsam die Tour beenden. Aber wie gesagt, zuerst machen wir mal unser Käffchen. Oh, was da gibt Kaffee. Oh, Carlos, ein Gruß an dich, wie immer. Grüß dich. Ja, das ist Kaffee. Eindeutig. Nur für die, die es interessiert, dass mit dem Schluck kalter Wasser drin, dass sich der Kaffeesatz absetzt, funktioniert wirklich, wie man sieht. Und ihr seht, ich habe wirklich Kaffee gehabt, also da war ordentliche Portion Kaffee drin. Ah, da vorne kann ich die Augen schon sehen. Und da steht sie, meine Karosse, wie der Carlos sagen würde. So, ihr seht's, die Tour ist beendet, ich sitze wieder im Auto. Und ich habe dabei gerade mal geguckt, die Tour sollte an für sich laut Bezeichnung, laut Beschreibung 6,5 Kilometer sind. Und jetzt gucken wir mal selbst, ich weiß nicht, ob man so sieht. Durch die Filmerei bzw. durch meine Neugier, der ein oder andere Punkt noch angelaufen, war es schlappe 9,64 Kilometer. Gut, ist jetzt auch nicht viel, aber gegenüber den 6,5, wie sie angepriesen war, ist das doch schon ein Wort. Auch die Höhenmeter von 220 oder was, die an für sich angegeben waren für die Tour, haben bei mir nicht so ganz gepasst. Bei mir war es, Moment, ich gucke mal. Was sah dann hier das Höhenprofil? 324 Meter, also ein paar mehr. Gut, aber wie gesagt, das macht dir nichts. Es macht dir Spaß, in der Natur zu laufen. Zu der Tour selbst muss ich sagen, die Tour, naja, sie führt halt sehr in Ortsnähe bzw. in der Nähe der befahrenen, stark befahrenen Straße entlang hier. Man hat sehr lang, sehr viel Stadt- bzw. Fahrzeuggeräusche. Nur in dem einen Tal dort, das ist eine Strecke von vielleicht 2 Kilometer, dort war es sehr schön, sehr ruhig. Man hat nur die Waldgeräusche gehört, die Vöglein und so weiter. Das war also wirklich schön. Jo, muss halt jeder für sich entscheiden, ob die Tour was für eine ist. So, das war's jetzt an dieser Stelle von mir und mir bleibt nur so sagen, Leute, bleibt fit. Danke, dass ihr dabei war. Wenn euch die Tour gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Mache Daumen hoch, vielleicht der ein oder andere ein Abo da lassen, würde ich mich sehr drüber freuen. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!